Neben meinem gestapelten Säulendiagramm sollen Zusammenfassungen bestimmter Werte erzeugt werden. Eine tolle Frage aus der Facebook-Gruppe Excel FAQ. Dort wird hier gefragt, wenn ich Werte habe, wie diese 12 und die 22, wie kann ich daneben eine geschweifte Klammer mit der Summe so liegen lassen, dass bei Anpassung der Werte zum Beispiel auch die geschweiften Klammern dynamisch angepasst werden und die Summen sich aktualisieren. Ja, gucken wir uns das Ganze mal an. Hier sind 2 Jahre, 14 und 15. Und ich packe mal zwischen den Jahren Summen von 2014 und 2015. Ich nehme mal die Summen von Blau, von Grün und von Orange und rechne die mal hier aus. Das ist jetzt erstmal für 2014. Ich packe sie extra in eine gesonderte Spalte. Ich bilde die Summe von den beiden Blauwerten hier. Ich bilde die Summe von den 3 Grünwerten und die Summe der 3 Orangewerte. So, da ich das auch für 2015 brauche, nehme ich das einfach, kopiere das und packe es hier neben. Wir sehen nun hier, das ist die Summe der jeweils 2 Spalten weiter rechts befindlichen Daten. Bin schon fast fertig. Hieraus erzeuge ich nun ein gestapeltes Säulendiagramm. Ich markiere diese ganzen Daten. Oben ist die Überschriftenzeile und klicke auf Einfügen. Gestapeltes Säulendiagramm. So, und wechsel nun natürlich auf hier Zeile und Spalte wechseln im Registerentwurf. Ja, und sehe hier jetzt nebeneinander. Hier sind die beiden Daten für Blau, Blau 1, Blau 2 und daneben ist die Zusammenfassung Blau. Hier genau das Gleiche. Ich verringere den Abstand der Datenreihen zueinander auf die Abstandsweite 0, rechte Maustaste, Datenreihen formatieren, Abstandsweite, alles auf 0. Die sollen direkt nebeneinander liegen. Ja, schönes Tapetenmuster. Und ja, pack schon mal die Werte hinein. Ich klicke aufs Plus. Na, Moment, erst markieren, erst das Diagramm komplett markieren, dann Datenbeschriftungen und ich packe schon mal die Datenwerte hinein. So, ein bisschen größer vielleicht später, die Legende nach rechts, bringen. Ja, fast fertig. Ich färbe jetzt mal erstmal meine Blauwerte kurz ein, also ein bisschen formatieren kurz. Ja, rechte Maustaste zum Beispiel, Füllung, einmal blau färben, daneben drüber den Wert ist ja ebenfalls blau, dort ebenfalls eine Füllung blau setzen. Dann kommen die Gründaten, damit man das gleich besser erkennen kann. Grün und noch einen ganz hellen Grünton und Orange. Nach den nächsten noch und oben ganz blass orange. Ja, und wie färbe ich denn jetzt diese Zusammenfassung? Ich sehe, das hier sind die Blauwerte, das hier sind die Grünwerte, das ist orange. Ich färbe da gar nicht, setze eine Klammer. Ich hole mir aus dem Einfügen eine geschweifte Klammer. Wo ist sie? Da. So, jetzt erzeuge ich, drücke mal die Alt-Taste dabei. Jetzt erzeuge ich hier so eine geschweifte Klammer, die hier liegt. Ja, würde ich die jetzt nehmen, Steuerung C drücken und hier jetzt einfach draufsetzen, Steuerung V wird sie in die komplette Form eingepasst, in der vollen Breite. Das macht natürlich keinen Spaß und die Zahl liegt mittendrauf. Ich muss mir also noch eine Behelfsform nehmen, ein weißes Rechteck einfach. Ich klicke auf Einfügen und hole mir ein Rechteck, einfach ein Rechteck und zeichne hier ein Rechteck, drücke dabei auch die Taste Alt, damit es genau über der Klammer liegt, färbt das kurz ein, Füllung weiß, Rahmen weiß und pack's in den Hintergrund. So, und jetzt habe ich hier meine rechteckige Form und die Klammer und beides markiere ich, Steuerung C, kopiere und jetzt klicke ich diese einzelnen Summensegmente an, das Blau, drück Steuerung V,
So, und jetzt sehe ich praktisch, wie als Reserveform, als Alternativform, diese Form, diese kombinierte Form hier auf die, ja, auf die Säulensegmente gelegt wird, statt nach Farbe. Und da ich hier genügend Platz hatte, hier ist ja die Mitte des Segments, die Mitte dieser kombinierten Form, passt da auch wunderbar die jeweilige Summe noch ein. Ich nehme die Linien hier noch weg, die Gitternetzlinien und natürlich hier, weil da die Klammern sind für Orange. Ich nehme aus der Legende Orange, ups, ein zu viel gelöscht, Grün und Blau nehme ich noch weg. Ich hätte denen natürlich auch andersfarbige Klammern geben können. So, hier fehlt jetzt noch. Das ist jetzt nicht korrekt übermittelt worden. Hier fehlt jetzt noch die Überschriftenzeile. Da hat er das Ja hier oben als Überschriftenzeile genommen. Das müssen wir natürlich noch korrigieren. Einmal ins Diagramm geklickt, auf Entwurf, auf Daten auswählen. Und da sehe ich hier Label, stimmt ja gar nicht. Label weg, entfernen. Und stattdessen bei Bearbeiten diese Labelzeile hier. So, diese Labelzeile nehmen. Dann haben wir hier passend zu den Säulen die jeweilige Jahresbeschriftung, natürlich oben noch einen Diagrammtitel setzen. Ja, und das Ganze ist natürlich voll dynamisch. Ändere ich oben die Zahlenwerte, passt sich natürlich hier die geschweifte Klammer, die Summe neben den Säulensegmenten an. Also mit den Formen kann man natürlich hier ein bisschen rumexperimentieren. Muss nur aufpassen, dass die hoch genug ist. Wenn ich die geschweifte Klammer zu klein mache, wird sie natürlich gestreckt. Ich markiere nochmal beides. Steuerung C, packe sie hier rein. Dann wird die gestreckt und dann bekommt die hier so ein etwas dickeres Aussehen. Also wenn hier jetzt noch größere Werte reinkommen, ja, sieht das ein bisschen unschön aus. Also von daher die geschweifte Klammer gleich ein bisschen höher machen, dass sie zur Not zusammengedrückt und nicht noch weiter auseinandergezogen wird. Ja, spannendes Thema. Vielen Dank nochmal für die Frage in Excel FAQ und bis zum nächsten Video.